Hallo, wer bist du? Ich bin der Wolfgang. Vollständiger Name ist Wolfgang Mastnack. Ich habe hier den Lehrstuhl für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater in München und bin zudem der Leiter des Forschungsinstituts für künstlerische Therapien in Peking. Und die beiden hängen für mich auch ganz eng zusammen, nachdem für mich Musiktherapie, Musikpädagogik, besonders auch Wirkung von Musik, selber Musik machen für Kinder eine ganz zentrale Bedeutung hat. Ich habe auf der einen Seite musikpädagogischen Hintergrund, auf der anderen Seite habe ich einen medizinischen Hintergrund. Das heißt, zunächst einmal komme ich von der kardiologischen Langzeitrehabilitation her. Das heißt, ich habe jetzt auch noch bin in Österreich der Leiter der kardiologischen Langzeitrehabilitation. Auf der anderen Seite befasse ich mich sehr stark mit Psychiatrie, mit Neuropsychiatrie, mit Kinder-Jugendpsychiatrie. Das heißt, für mich sind auch psychische Störungen von Kindern, von Jugendlichen, wie sich die entwickeln, auch wo beispielsweise Identitätsprobleme da sind, wo sie sich alleine fühlen, wo sie das Gefühl haben, ihre Kreativität kann nicht raus aus ihnen und sie müssen letztlich nur lernen, was ihnen vorgegeben wird, was zu psychischen Schwierigkeiten führen kann. Das ist so mein wissenschaftlicher Hintergrund und dann bin ich auch Pianist, für einiger Zeit in York mit Symphonieorchester dort die meisten Mozart-Klavierkonzerte aufgeführt. Ich habe immer wieder Meisterkurse, Meisterklassen in Ostasien, wo es um Mozart und Beethoven, Schubert etc. geht. Ich habe einen ziemlich großen Schwerpunkt auch auf der Musik des 20. Jahrhunderts. Das ist so in etwa mein Hintergrund, das bin ich. Okay, also wenn man Professor ist und vier Promotionen hinter sich hat. Ich habe jetzt drei Studiengänge erkannt, sozusagen, mitgezählt Medizin, Psychologie und Musik. Was ist Da das ist auch vierte noch dabei Thema? die, weil ich habe noch ein Doktorat in Sportwissenschaften mit Ach so. Schwerpunkt Sportmedizin. Das heißt, auf der einen Seite Sportmedizin in der Rehabilitation, auf der anderen Seite Sportmedizin auch speziell für Musikermedizin. Ich setze mich sehr mit den physiologischen Problematiken von Musikern auseinander, sei es jetzt im körperlichen Bereich, im Haltungsbereich, Schulterschiefstand, Skoliosen etc., auf der anderen Seite im psychischen Bereich mit Stresswirkungen. Und das ist die Seite der Sportmedizin. Und dann habe ich noch ein Doktorat in der Mathematik, Ach, es wo sind ich fünf. insgesamt sind es eigentlich Ach sechs, so, sechs. wo ich über Problematik der Quantenphysik damals promoviert habe. Und jetzt mache ich mit der Mathematik hauptsächlich Forschungen im Bereich von Forschungsmethodologie, also numerischer Forschungsmethodologie. Okay, also das sind Wie jetzt ist es wirklich so? viele Sachen, über die wir sehr lange sprechen können. Das ist natürlich auch ungemein vielseitig, aber du hast auch das Wort Schwerpunkt ein paar Mal verwendet. Aber was ist deiner? Wo ist sozusagen dein Nukleus? Gibt es ein Thema, was dir am meisten am Herzen liegt? Warum die vielen Sachen überhaupt, das ist mein Nukleus, ist der Mensch. Schon als Kind hat mich der Mensch, hat mich Gehirn wahnsinnig interessiert, hat mich interessiert, was ist denn Sprache, hat mich interessiert, was ist denn Musik, warum fasziniert Musik. Meine Mutter war auch Pianistin Siehst du, und da ist bin es wieder. so als, da ist wieder genau das ist es, also als Dreijährige unter dem Klavier gesessen und sie hat ihre Mozart-Sonaten gespielt. Das sind für mich mit die stärksten Kindheitserinnerungen. Das heißt, für mich war, und das ist bis heute auch, ist das Geheimnis Mensch, was ist der Mensch? Letztlich auch das Geheimnis, was ist das Sein? Und was mich wahnsinnig fasziniert, und ich komme in vielen Kulturen rum, viel Ostasien, Afrika dabei, zurzeit auch in der Russischen Föderation relativ viel.
Was ist denn die Musik? Ist die Musik tatsächlich nur etwas, was Komponisten niederschreiben? Oder ist Musik mit dem Menschsein verbunden? Ist da eine tiefere Beziehung? Wenn wir beispielsweise auch vergleichen Stravinsky und Olivier Messiaen, die ganz anders rangehen. Stravinsky, der sagt, Musik wird geschrieben, Musik ist ein Produkt des Menschen. Und Olivier Messiaen, der ja wesentlich mehr sagt, er wird inspiriert von den Vögeln und das ist eine eigentlich nahezu spirituelle Entdeckungsreise des Komponierens, so klar er natürlich auch in seiner Langage musicale dann war. Das heißt, das ist so der Kern bei mir, was mich fasziniert. Das ist schon sehr, sage ich mal, vielseitiger Kern. Ja, aber fangen wir doch mal relativ früh an. Meinst du, dass die Tatsache, dass du zu Hause Klaviermusik gehört hast, dass du klassische Musik gehört hast, hat das dein Gehirn beeinflusst? Und wenn ja, wie? Zunächst einmal hat sicher mein Hirn beeinflusst. Das vermute ich auf der einen Seite ganz subjektiv, auf der anderen Seite weiß man es wissenschaftlich auch. Das heißt, da sind wir schon bei einer zentralen Frage: Musik und Einfluss auf das Gehirn. Es gibt in den Neurowissenschaften den Ausdruck der Neuroplastizität. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, letztlich Neuronen, Nervenzellen zu verbinden und neuronale Netzwerke aufzubauen. Neuroplastizität ist die Grundlage für alles Lernen, für alle Persönlichkeitsentwicklung. Und da gab es vor etlicher Zeit schon von Harvard University die berühmte Untersuchung, dass Musik extrem die Neuroplastizität fördert. Und wir haben bis heute kein anderes Medium, weder ein Medikament noch sonst etwas, was die Neuroplastizität so fördert wie die Musik. Okay, Das heißt, langsam wir nicht so können auf. schnell, nicht so schnell. Wir haben ja Ja? irgendwie, also ich bin ja auch schon ein bisschen, übrigens sind wir genau gleich alt, wir stammen aus dem gleichen Baujahr, wir zwei. Aber ich Ah, kann, 59. genau, super Jahrgang. Neuroplastizität vielleicht mal, um das auch ein bisschen zu erläutern. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag mich mit Mickey Maus befasse, dann gibt es in meinem Hirn also ganz viel Mickey Maus sozusagen. Dann gibt es da mehr größere Abbildungen von schwarzen, großen, runden Ohren am Beispiel. Oder wenn ich mich mit Wackelpudding befasse, dann gibt es halt mehr grüne Wackelpudding-Synapsen. Mal so ganz einfach gesprochen. Okay, Ja? da müssten wir doch irgendwie differenzieren. Wenn ich den ganzen Tag Mickey Maus anschaue, Ja. dann bilde ich natürlich Mickey Maus Repräsentanzen im Gehirn ab. Allerdings wird es letztlich der Hardware im Gehirn irgendwann fad und den ganzen Tag Mickey Maus anzusehen, wird wahrscheinlich nicht unbedingt ein großer Stimulus für das Gehirn sein. Man hat sich natürlich mit der Musik jetzt die Frage gestellt, was ist es denn? Ist es jetzt eine Bach-Suite oder ist es? Wir gehen heute davon aus, dass es das Phänomen von Klang und von Rhythmus ist, welches so tief in die Neuroplastizität eingreift. Das heißt, es Okay. ist nicht einfach so eine Analogabbildung, sondern die Musik greift ganz, ganz massiv in unsere Hirnphysiologie ein. Ja, ich kann mir das auch sehr schön vorstellen, weil es einfach auch schon eine, ja, es ist ja noch, auch noch mal ein anderer Sinn. Ja, Ja. also es gibt ja, wenn ich was mit zwei Sinnen erfasse, wenn ich was sehe Richtig, und ja. höre, dann ist da irgendwie mehr verankert. Und nun bin ich bei dem akustischen Sinn und ich, ist dann neben dem Klang und dem Rhythmus, was ist mit der Melodie? Es ist so, das Gehirn baut letztlich ja Musik auf. Das heißt, zunächst haben wir hier im auditiven Kortex haben wir die Umsetzung von dieser neuronalen Enkodierung. Das heißt, was ins Ohr hineinkommt, ist ja keine Musik. Das heißt, wenn ich jetzt am Klavier spiele, dann die Schallwellen treffen jetzt aufs Innenohr, zunächst einmal Tympanon und dann wird es umgesetzt und es läuft dann vom Innenohr bis über ganz, ganz viele Verzweigungen bis zu dieser Hörrinde etwas, wenn ich es messe, dann ist es nur eine
Mischung aus elektrischen Potenzialen. Da kann ich nichts von Musik erkennen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt nicht ein wenig entzaubert. Es ist für uns ist so, je mehr wir reingehen in die Neurophysiologie, umso zauberhafter wird es, umso geheimnisvoller wird es. Okay. Nämlich es wird insofern geheimnisvoll, als ich letztlich zunächst einmal relativ gut konstruieren kann. Wir haben bestimmte Areale, die den Rhythmus aufbauen, letztlich aus diesen Stimuli, die letztlich Melodien erkennen lassen. Das heißt, ich brauche ja bestimmte Vorerfahrung, dass ich überhaupt eine Melodie erkennen kann. Wir kennen das im Vergleich zu anderen Kulturen, wenn man jemanden hat, beispielsweise im indischen, klassischen indischen Bereich, im Viraga-System, das ist ein mikrotonales System, ist völlig anders aufgebaut als unseres. Und wenn ich Personen, die mit dem groß geworden sind und fast nur mit dem groß geworden sind, Melodien von Mozart, Beethoven vorspiele, die erkennen keine Melodien. Das heißt, wir brauchen tatsächlich eine gewisse Vorerfahrung. Das ist wie mit der Sprache. Das ist, wenn ich nicht die Sprache irgendwie gelernt habe, dann kann ich natürlich Arabisch mir anhören und sagen, okay, das klingt so und so. Allerdings, ich verstehe es nicht. Ich kann nichts identifizieren. Also das wäre dann als kindliche Entwicklung so ein iterativer Prozess. Das ist ein iterativer Prozess, ganz genau. Okay. Und wir bauen letztlich eine Musikrepräsentanz auf im Gehirn. Und die hat auf der einen Seite, da spielt das Präfrontalhirn hinein, wo wir kognitiv Gedanken haben, wo wir analysieren können, wo wir Strukturen erkennen können. Und dann geht es mit ganz, ganz engen Vernetzungen zum sogenannten limbischen System im Zentrum des Gehirns, wo viel mit Emotionen zu tun hat. Und dann, das ist ein relativ neuer Bereich, es gibt den Bereich der Neuroästhetik. Das heißt, dann stellen wir uns die Frage, wie erzeugt denn das Gehirn oder was passiert im Gehirn, wenn ich Musik als schön empfinde, wenn ich Musik nicht nur als etwas empfinde, okay, das hat diese und diese Sonatenstruktur, ich kann eine Melodie nachsingen, was passiert denn, wenn ich staunend vor der Musik sitze und ihr lausche und verzaubert bin und nahezu eins wird mit der Musik. Das heißt, da gibt es sowas fast wie mystische Verschmelzung. Ja, darf ich bitte zwei Erfahrungen ergänzen? Also die eine Erfahrung ist ja, dass Menschen irgendwie freiwillig hinter Trommeln in den Krieg ziehen. Da denke ich immer, diese Melodie haben sie eigentlich im Bauch das erste Mal gehört. Ja, das heißt, da ist etwas sympathisch oder es macht mir das Schlimme erträglich, sagen wir mal so, weil ich etwas kenne von ganz früher. Ja, das ist so ein Thema mit der Sympathie. Und das andere ist ein wunderschönes Zitat eines der Pianisten aus dieser Reihe hier, Weltklassik, der sagte, auf die Frage, wie bist du denn zum Klavier gekommen und so, ich habe meine Mutter singen gehört. Ja, der also diese Stimme von der Mutter, deswegen fragte ich nach der Melodie nochmal, ganz explizit neben Klang und Rhythmus, der sagte diese Melodie und das hat ihn hingezogen. Ja, das ist auch beides sehr, sehr früh. Das ist eigentlich im Grunde schon sehr, sehr früh dann da. Was sie angucken, was du anguckst, ist also etwas, was vielleicht früh entstanden ist. Du guckst es dir aber zu einem späteren Zeitpunkt an, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Auf jeden Fall wissen wir, wie du eben sagst, dass die musikalischen Erfahrungen oder der Beginn der musikalischen Erfahrungen ganz, ganz weit zurückdatiert. Ja. Wir machen speziell auch in China Untersuchungen bei Schwangeren. Das heißt, wir schauen uns Musikstimuli an ab dem 6., 7. Schwangerschaftsmonat. Mhm. Wie reagieren Föten darauf? Wir wissen inzwischen, dass auch Musik, speziell auch die singende Mutter, auch die spielende Mutter beispielsweise, wenn sie Cello spielt, die Schwingungen übertragen sich natürlich direkt auf den Bauch, das Gleiche oder ähnlich mit Klavier. Das heißt, wir wissen, die Föten, das Kind im 3. Schwangerschaftsmonat
dritte Schwangerschaftstrimester, das letzte Drittel der Schwangerschaft, reagiert auf Musik. Wir wissen natürlich nicht, wie das Kind diese Musik erfährt, sicher nicht analytisch. Wir vermuten, dass es so etwas wie eine klangrhythmische Erfahrung ist, die mit einer bestimmten wohligen Eingebundenheit, mit einer empathischen Vernetzung mit der Mutter zusammenpasst. Wir können es natürlich nicht genau sagen, wir können mit dem Kind nicht reden, es hat auch niemand eine Erinnerung an diese Zeit. Wir können es hinsichtlich der Hirnentwicklungen, hinsichtlich dessen, was die einzelnen Hirnteile denn leisten, und da haben wir im achten Schwangerschaftsmonat ist das Gehirn ausgereift. Da ist im Wesentlichen alles da, was wir brauchen. Ja, Wahnsinn. Ist da. Und, das ist unglaublich, und, ja. Und wir wissen einfach, dass frühmusikalische Erfahrungen ganz, ganz wichtig sind. Allerdings kann da auch was daneben gehen. Es ist so beispielsweise, wir wissen, dass es sowas wie Konditionierungen gibt. Wir kennen Mütter, die auch im Stress Musik, mit Musik den Fötus beschallen. Es gibt beispielsweise, was ich persönlich überhaupt nicht schätze, die Soundbelts, die sich viele schwangere Frauen in den, speziell in den USA, speziell Nordamerika, es ist sehr verbreitet, teilweise auch Australien, umbinden, und das Kind wird dann 7 Stunden am Tag mit Musik voll berieselt, was Reizüberflutung wahrscheinlich ist. Was jetzt das Problematische ist, die Mütter, die schwangeren Mütter, die wissen ja nicht genau, was das Kind jetzt hört. Ja. Und auch wenn Stress ist, Stress spürt das Kind. Das geht, die Stresshormone gehen über die Plazenta durch. Dann hat das Kind, spürt Stress und hat gleichzeitig die musikalische Stimulation und führt das nun zusammen. Das heißt, lernt, Musik macht Stress. Dann kommt das Kind auf die Welt und Mütter denken, Kind hat ständig Musik gehört, müsst zu richtiger Musikfan sein, und dann spielst die Musik und das Kind fängt unglaublich zum Schreien an. Aha, okay. Das heißt, die Kinder sind stimuliert einfach dann auf Musik ist Stress und lehnen das ab. Verstehe. Was kannst du da differenziert das uns darstellen, dass du sagst, also das ist jetzt gut fürs Kind und das ist nicht so gut fürs Kind, in diesem Fall das Ungeborene? Auf jeden Fall sollte die Mutter gleichzeitig mit dem Kind hören, also nicht das Kind abgekoppelt. Es ist auch positiv, wenn die Mutter, wenn sie singt oder spielt, in einer Situation ist, wo sie sich selber wohlfühlt, beispielsweise am Nachmittag sich hinsetzt und sagt, so, jetzt ist eine Stunde nur für das Kind, das im Mutterbauch noch drinnen ist, und für mich, wo wir auch von schwangeren Müttern, mit denen wir solche Prozesse durchführen, sagen, die haben plötzlich das Gefühl, dass sie eine ganz tiefe Beziehung bekommen, fast so wie eine spirituell empathische Beziehung zu ihrem Kind. Und die bekommen natürlich auch von uns die Information, dass Musik hilft der Hirnentwicklung, hilft der Neuroplastizität, und die dann sagen, ich habe eigentlich zum ersten Mal das Gefühl, ich kann für das Kind was machen. Ja. Sonst, das Kind wächst halt im Bauch und man sagt, okay, ich lebe halt gesund und esse Karotten und trinke keinen Alkohol und mache ein bisschen Sport, aber direkt die Entwicklungsprozesse des Kindes zu fördern, das haben sie sonst nicht. Ja. Und eigentlich ist die Musik der einzige Link hier direkt jetzt. Ja, die Art der Musik macht es einen Unterschied, ob ich Rammstein höre oder Mozart? Es macht einen Unterschied. Sag jetzt nichts Falsches. Nein, ehrlich, ehrliche Frage. Macht es einen Unterschied oder macht es keinen? Wir wissen es nicht genau von den Unterschieden. Wir haben Ultraschalluntersuchungen. Wir wissen, dass wenn es
Musik ist, die wir auch als aggressiv empfinden, die einen sehr, sehr hohen Beat hat, die eher scharf klingt, da sehen wir teilweise von den Kindern im Bauch Reaktionen, wo wir annehmen können, dass das dem Kind nicht so ganz behaglich ist, hängt natürlich auch von der Lautstärke da drinnen ab. Mhm. Wir wissen beispielsweise, was wir wirklich wissen, wenn schwangere Frauen in ein Heavy-Metal-Konzert gehen, die Bässe, die schlagen durch den ganzen Bauch. Das heißt, das Kind bekommt wirklich so im Rhythmus der Bässe Schläge über die Flüssigkeit, die einfach in, den, ja, in der Fruchtblase drinnen ist. Das ist auf jeden Fall nicht günstig. Die Details wissen wir noch nicht, aber wir haben im Prinzip relativ gute Erfahrungen mit klassischer Musik. Wir haben gute Erfahrungen, besonders mit Musik, die Mütter auch angenehm stimmt, positiv stimmt. Mhm. Also nicht aggressiv stimmt, sondern wo sie auch zur Ruhe können, kommen können, wo sie das Gefühl haben, ich werde eins auch mit der Musik. Und dann haben wir so eine Dreieinheit, Mutter, Kind und Musik. Ja, und das hat was mit Dosis zu tun, wie immer. Das heißt, es sollte nicht zu lang sein und es sollte nicht zu laut sein. Und es ist eben schöner, wenn es ein wenig Harmonie und Ruhe rüberbringt und eben auch zusammen sozusagen konsumiert wird. Ich will noch einen Punkt zurück, und zwar die Neuroplastizität, sagst du, wird gefördert durch Musik, also auf jeden Fall für Kinder, wenn sie Säugling noch im Bauch sind oder wenn sie eben Säugling sind oder klein oder wachsen. Wie wirkt sich das aus und wodurch kommt das zustande, kann man das sagen? Wodurch das zustande kommt, wissen wir noch nicht. Mhm. Wir wissen, dass die Fähigkeit zur Neuroplastizität sicher genetisch gegeben ist. Mhm. Warum die Musik dieses jetzt so fördert, und hier müssen wir auch aus ethnologischer Sicht sagen, es ist nicht nur Mozart und Schubert, es kann genauso, ich habe sehr viel mit Ostasien zu tun, klassische chinesische Musik, klassische japanische Musik, die fördern genauso. Mhm. Das lässt sich hier nicht trennen und in gut und schlecht. Ja. Ja doch, also in gut und schlecht lässt sich so einteilen, in findet statt und findet nicht statt. Das kann man machen, beziehungsweise auch Musik, die beispielsweise das Kind stresst. Ja, genau. Wir wissen beispielsweise, da gibt es auch Untersuchungen mit nur Beschallung von einem Ton, das wollen Kinder im Bauch überhaupt nicht. Mhm. Also das ist... offenbar gibt es Musik, Rhythmus, Melodien, Harmonie ist ein ganz eigenes Phänomen in unserem Kulturkreis. Das gibt es ja in dieser Form beispielsweise im indischen, im pakistanischen Kulturkreis mit Mikrotonalen oder im Iran mit Dastga in der Form nicht. Mhm. Da sind andere Strukturen da, aber die wirken ähnlich. Ja. Die wirken ähnlich, aber ich denke, dass es wichtig ist, nicht nur auf die Neuroplastizität zu gucken, sondern etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, speziell auch für Kinder. Es gibt in den Neurowissenschaften relativ neu den Begriff des Default Mode Network. Oh, nochmal langsam. Das heißt Default Mode Network. Default was ist das? Mode Network. Network. Okay. Das ist ein wahnsinnig großer, unglaublich potenter Informationsprozessor im Gehirn, zu dem wir allerdings keinen direkten Zugang haben. Mhm. Was macht der nun? Der arbeitet, der denkt, ohne dass wir bewusst drangehen. Wir kennen das Phänomen alle. Uns fällt gerade irgendwas nicht ein und wir bemühen uns, es kommt nicht. Und dann machen wir total was anders und zwei Tage später plötzlich ist es da. Genau, der Cursor läuft im Hintergrund und plopp ist es und da, das kennen wir alle. Was im Default Mode Network, der Prozessor läuft weiter und wenn er fündig geworden ist, dann klickt er das Bewusstsein an. Mhm. Wir gehen heute auch davon aus, dass Default Mode Network ein Raum im Gehirn ist, der ganz stark mit Kreativität zu tun hat. Und dann wissen wir etwas, und das ist für die Pädagogik jetzt ganz, ganz entscheidend.
das kognitive rationale Denken und die Default-Mode Network-Prozesse, die widersprechen sich etwas. Das heißt, die beiden Prozessoren arbeiten nicht gleichzeitig voll. Mhm. Wenn ich mich jetzt auf irgendwas ganz stark konzentriere, kognitiv konzentriere, dann fährt man letztlich die Aktivität dieses Default Mode Network herunter, fährt auch die Kreativität runter, fährt dieses unter Anführungszeichen unbewusste Denken, Reflektieren herunter. Auf der anderen Seite kann man letztlich die Aktivitäten auch zum Default Mode Network hin verschieben. Das geht beispielsweise durch Meditationstechniken, das geht ganz, ganz stark durch Musik. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass musikalisches Tun, musikalisches Erfahren, die Schönheit auch der Musik, auch wenn das so ein abgeschmackter Begriff ist, aber um den kommen wir letztlich auch in der Neurowissenschaft nicht rum. Wir haben einfach ein Schönheitsempfinden, das gibt's. Dann fährt letztlich auch im Träumen zur Musik, auch im Lauschen, im ästhetischen Genießen, dann fahren wir letztlich auch die Aktivitäten dieses Default Mode Network hinauf und mit dem steigen auch Kreativitäten, mit dem steigt auch die dieses Informationsprocessing, das dieser große Bereich leistet. Und ich denke, oder wir sind uns ziemlich einig in den Neurowissenschaften, dass im Entwicklungsprozess des Kindes, also gerade auch im Schulischen, nur Konzentration auf rationale Dinge, auf kognitives Analysieren, auf Abspeichern von Information etc. der ganzheitlichen Entwicklung des Gehirns entgegensteht. Das muss in Balance sein. Aha. Okay, du hast irgendwann mal was über die Zwangsjacke Johann Sebastian Bach geschrieben. Das hat jetzt damit nichts zu tun, oder? Dass du sagst, das eine ist das ganze, eine. Und ganz alte Sache. Das ja, war das Zeit ist mir aufgefallen. Das war in der Zeit, wo ich in der Psychiatrie in Salzburg noch gearbeitet habe. Was war damit gemeint? Den Titel muss man differenzierter sehen. Was hier gemeint war, war, wenn ich nur, ich schätze Bach sehr, seine zum Beispiel, ich habe heute auch von einem Kollegen keine Frage. Cellosuiten angehört, wunderbar. Ja. Was hier kritisiert worden ist, wenn ich Komposition nur als Anwendung von Regeln sehen würde, wie in der Mathematik von einem Algorithmus, dann wird es letztlich zu etwas Zwanghaften. Das heißt, ich sehe letztlich viel Zwanghaftes auch vielfach im Instrumentalunterricht. Ich sehe zum Beispiel potenziell schädigende Tendenzen, wenn, was vielfach im Instrumentalunterricht immer noch leider läuft, dass Lehrer mehr auf die Quantität der Fehler achten als auf Phrasen, die besonders gut gelungen sind. Das heißt, wir kennen Unterricht, wo, wenn wir uns den ganzen Unterricht anschauen, dominant ist, da stimmt das Fiss nicht und da hat der Rücken stimmt nicht, das heißt fehlerorientiert. Aber kaum, dass die Reaktion, nachdem ein Schüler was vorgespielt hat, der Lehrer sagt, also diese Phrase war wahnsinnig gut. Ich habe das noch kaum einmal so schön gefunden. Und bei der Stelle könntest du es verbessern, wenn du dieses so und so machst. Das heißt Gewichtigkeit. Das heißt, wir lernen auf der einen Seite, wir wissen auf der einen Seite, dass Schüler Angst auch vor Fehlern aufbauen und dass für manche Instrumentalschüler Klavierunterricht, Violinunterricht etc. heißt Fehlervermeidung und nicht Musik gestalten. Ja. Das ist was wirklich ein Zwanghaftes. Ja. Der verfolgt einfach nur, dass er keine Fehler macht und ist wahnsinnig gestresst dadurch. Das Zweite, was in diesem frühen Artikel angesprochen worden ist, und der ist ja 30 Jahre liegt. Ja, aber es passt ja immer noch zum Thema. Das passt ja immer noch zum Thema mit dem Gleichgewicht, ja, was du eben angesprochen hast. Wenn wir Musik runtertransformieren, nur auf die Struktur,
dann geht irgendetwas verloren. Das heißt, wenn ich nur Form sage, das hat dieses und jenes und das ist so und so aufgebaut, dann fehlt aus anthropologischer Sicht etwas ganz Wesentliches. Und ich gehe mal davon aus, dass Mozart seine Klavierkonzerte oder Schubert seine Symphonien nicht deshalb geschrieben hat, um irgendeiner Form jetzt Leben zu geben, sondern dass einfach Musik gestaltet wird, Musik kreiert wird, die natürlich dann bestimmte Formkriterien erfüllt. Das eine ist halt Sonate und das andere ist Fuge. Aber es schwingt etwas mit, was fasziniert. Und wir sind speziell aus der Sicht der Psychologie und der Neuropsychologie und letztlich auch in Verbindung mit medizinischen Neurowissenschaften dem hinterher, was macht die Musik so faszinierend? Ja. Warum ist die Musik letztlich auch wirklich Freund vielfach? Wir kennen es, und jetzt kleiner Schwenk zur Psychiatrie, zur Therapie, wo teilweise Patienten sagen, dieses Schubert-Lied oder dieser langsame Satz aus beispielsweise Mozart A-Dur Klavierkonzert, dieser Fis-Moll-Satz, der versteht mich. Ich habe die letzten 5 Jahre keinen Menschen getroffen, der meine Gefühle so sehr versteht wie der Satz von dem Klavierkonzert. Und das ist nicht nur ein Objekt, sondern der Satz ist mir Freund geworden und in dem Satz fühle ich mich verstanden. Das ist etwas, was weit über reine Strukturanalyse hinausgeht. Ja. Das ist auch das, was uns letztlich so fasziniert an dem Geheimnis, an dem Mysterium Musik. Ja. Das ist ein ganz wunderbares Gespräch gewesen. Ich glaube, ich könnte jetzt noch so 2-3 Stunden mit dir weiter schwätzen. Man würde die ganze Zeit was dazulernen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich habe einen, bevor ich mich gleich verabschiede und noch kurz mit dem Publikum rede, sozusagen, hätte ich doch noch eine Frage an dich. Und zwar in dieser ganzen Komplexität, in der du so wie zu Hause bist. Ja. Gibt es etwas, was du dir für dich oder die Welt irgendwie am meisten wünschst? Würdest du sagen, wenn ich jetzt meinen Wunschring nehme und würde ihn 3-mal drehen, was wäre dein Anliegen? Was zurzeit gerade wirklich mein Anliegen ist, ich bin seit ungefähr einem halben Jahr speziell auch in der kinder-jugendpsychiatrischen Forschung hinsichtlich der Folgeerscheinungen von den Corona-Maßnahmen, dass Kinder, Jugendliche Ängste aufbauen, dass Kinder, Jugendliche sich einsam und verlassen fühlen, dass sie sozial Nähen nicht mehr leben können. Was ich mir wirklich wünschen würde, das Leben in vielen Dimensionen wieder menschlich wird und dass speziell Musik, sei es bei vielen Eltern oder sei es von Politikern, nicht als etwas abgetan wird, was halt so die Feierabendästhetik ist, sondern Musik wieder als etwas wahrgenommen wird, was unabdingbar zu Menschen gehört. Ja. Gut, also mit dem Wunsch wollen wir dann auch auseinandergehen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Komm gleich nochmal auf dich zurück, würde mich nur gerne auch mal kurz vom Publikum verabschieden. Im Nachspann gibt es wieder die Möglichkeit, wenn Sie möchten, Produzent zu werden dieser Interviewreihe. Was wir machen, Weltklassik am Klavier ist, die Einnahmen aus Ihren Beiträgen werden 1:1 weitergereicht an Pianisten, die im Moment eben nicht auftreten können. Ich bedanke mich ganz herzlich, also auch für diejenigen, die jetzt zugehört haben. Und ja, natürlich wünsche ich uns, bleiben wir alle doch bitte gesund. Bis dann. Dankeschön.